Sali Ursulina, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Ich möchte dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst. Hallo Jan, danke vielmals für die Einladung. Ja, ich bin Ursulina Hermann, bin 35, wohne mit meinem Mann und meinen zwei Kindern in der Stadt Luzern. Habe seit Geburt eine Behinderung. Bin in Graubünden aufgewachsen, wenn man vielleicht den Dialekt abgehört. Ja. Ich kenne dich so die gemeinsame Arbeit bei ProCup und dort bist du auch im Sensibilisierungsteam. Ja, genau. Warum hast du dich entschieden, zu sensibilisieren? Ja, es hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Erstens einmal werde ich sehr viel auf der Straße angesprochen, wenn es irgendeine Frage gibt zum Thema Behinderung. Und das andere ist, ich bin in einer öffentlichen Schule und habe dort schon gemerkt, dass sehr viel Fragen dazu stellend und wo ich gehört habe, eben das ProCup Sensibilisierungsprogramm hat, habe ich gefunden, mal, ich mache hier mit, weil ich habe immer so die Einstellung gehabt, die Schüler wollen nicht, das nicht wissen, sondern sie können es einfach nicht wissen, weil sie nie fragen können, oder? Und aber du bist in die öffentliche Schule. Wie war die Zeit für dich? Rückwirkend gesehen sehr anstrengend. Okay. Also, nicht vom Schulischen her. Ich habe nicht so, dass ich mit dem Schulniveau nicht mitgekommen wäre. Aber mit dem Stegenlaufen, mit dem Klassenzimmerwechsel, mit dem Tempo in der Klasse selber. Also ich habe, als ich dann in der Berufsschule bin, habe ich das erste Mal Zeitverlängerung für eine Prüfung. Erste bis neunte Klasse habe ich quasi das gleiche Tempo müssen einhalten müssen, um etwas aufs Papier zu bringen wie alle anderen. Und zum Glück habe ich das erst später erfahren oder festgestellt, dass das eigentlich auch ganz anders gegangen wäre. Ja. Wie war das Zusammenspiel mit den Mitschülern? Erstaunlicherweise, also die Mitschüler, es war aber so, dass keine einzige Schulreise ist eigentlich so geplant worden, dass ich ohne Probleme mithaben konnte. Wobei, ich muss da schnell eine Klammer öffnen, ich hatte in der Schule eigentlich noch nicht einen Rollstuhl gehabt. Also ich habe zwar von Geburt an Behinderung, habe aber erst als Jugendliche den ersten Handrollstuhl bekommen, nicht Elektrorollstuhl. Von dem her ist vielleicht das Ausmaß von meiner Behinderung auch ein bisschen untergegangen. Aber es war keine einzige Schulreise so organisiert, dass ich einfach konnte mit problemlos. Ah, und du weißt, ich habe ja schon den einen oder anderen gehabt, der auch in der öffentlichen Schule eingeschult worden ist. Und es ist immer das Thema auch noch ein bisschen mitgeschwungen, Mobbing. Und dann würde ich jetzt auch fragen, hast du auch Berührungspunkte gehabt und wie bist du damit umgegangen, falls mit dem konfrontiert worden bist? Wolltest du etwas erzählen? Ja, ich sage mal so, durch das, dass ich in die öffentliche Schule gegangen bin, bin ich eigentlich relativ gut abgehärtet worden. Also okay. Ich sage einfach so, es gibt Tätig, die in die öffentliche Schule sind, die sind untergegangen, die sind nachher quasi freiwillig in der Sonderschule. Und ich bin einfach stärker geworden. Jetzt nicht unbedingt wegen der Mitschüler, sondern wegen der Lehrer, weil eben meine Latte war immer genau gleich hoch, die Messlatte war immer gleich hoch wie bei anderen. Und ich habe mich einfach gelernt zu wehren. Und im Nachhinein habe ich dann auch erkannt, dass ich sehr gut herausfinden konnte, was kann ich und was nicht. Oder was akzeptiere ich auch, was mir andere sagen und okay, wo wehre ich mich. Also, ja. Ja, nein, das ist als Kind und als Jugendliche sehr schwierig gewesen, aber dann so ab Oberstufe konnte ich das wirklich können. Zum Teil auch einfach ignorieren oder dann halt einfach, wenn ich gemerkt habe, jetzt überschreiten sie eine Linie, habe ich mich sehr gut wehren können. Was wünschst du, also wenn jetzt du damit so, vielleicht auch mit Leuten, die mit Behinderungen zu tun haben, die jetzt auch in der so in der normalen Schule oder in der Regelschule sind, was würdest du für einen Tipp geben? Also die Sensibilisierung, würde ich sagen, fängt bei den Lehrern an. Der Lehrer muss hinter dieser Schulform stehen, hinter dem behinderten Kind in der Klasse. Wenn der Lehrer nicht dahinter steht, dann können später die Mitschüler noch so lieb sein, noch so hilfsbereit sein, es funktioniert nicht. Ja, das hat so Kraft, oder ob der Lehrer mitmacht oder nicht? Ja, das ist das A und O. Ja. Wir haben schon kurz angesprochen am Anfang wegen Sensibilisieren. Aber warum hast du dich gleich entschieden,
auch im Thema Behinderung zu arbeiten. Also weißt du, so eben sensibilisieren. Weil ich kenne es von mir, als Pubertierender habe ich möglichst wenig zu haben mit Behinderung. Und ich selber mit Behinderung, also ich bin ja behindert, sehr klein, aber ich hatte so eine richtige Ablehnungsphase gehabt und muss mich jetzt eigentlich so beobachten, dass ich mich eigentlich sehr wohl fühle in der Behinderungsthematik und dort können zu wirken. Aber es hat so wie eine Entfremdung gebraucht. Hast du das auch gehabt? Ja, also bei mir war die Situation ganz speziell. Ich habe eben so kurz vor Eintritt Pubertät, hat sich einfach meine Behinderung verändert. Und so blöd, wie das jetzt tönt, aber je mehr dass sie sich verändert hat, umso mehr habe ich gewusst, woher mich die Behinderung führen würde. Okay. Also, ich sage immer so, das Umfeld hat mehr Probleme, kann die Behinderung akzeptieren, als ich selber. Eigentlich, es ist nur so, ich habe mir das bewusst werden, dass es nicht ich bin, der das Problem mit der Behinderung hat, sondern die anderen. Und dass ich zu dieser Behinderung stehen darf. Weil, ja, es hat einige, sag ich mal, Auseinandersetzungen gegeben mit verschiedensten Leuten, weil ich einfach gesagt habe, ich habe nicht gesagt, ich will nicht, ich habe gesagt, ich kann nicht. Und als ich kleiner war, habe ich das einfach nicht getraut zu sagen und haben es dann einfach irgendwie gewurscht. Und der Change und der Wechsel haben du wahrscheinlich gewisse nicht verstanden. Nein, also es ist einfach alles auf die Pubertät geschoben worden. Sie ist jetzt halt in der Pubertät, darum ist sie so aufmüpfig. Ah, okay. Und dann eigentlich, durch das ich dann so die ersten Kontakte hatte mit dem Paraplegikerzentrum, ist mir auch wie bewusst worden, ich habe diese Behinderung und ich darf sagen, wenn ich etwas nicht kann. Also ich darf mir gewisse Rechte rausnehmen. Ja. Und das hat eigentlich mein Leben grundlegend verändert und das ist eigentlich mehr oder weniger in der Pubertät passiert. Und so habe ich halt einen anderen Weg eingeschlagen, wie man noch in der zweiten Klasse vielleicht gemeint hat. Die Ausbildung selber habe ich ja aber nicht behindertenspezifisch gemacht. Eben dort war ich auf einer Anwaltskanzlei. Und ich habe dann einfach gefunden, ich will etwas, wie soll ich sagen, sinnvoll und blöd, aber, etwas machen, wo ich wirklich etwas bewirken kann. Und meine Stärke war einfach wirklich schon früh, dass ich zu meiner Behinderung stehen konnte. Ja. Ich musste akzeptieren, dass mein Körper gewisse Veränderungen hatte, die schwierig waren für mich, also die auch mit viel Spital und Zusammenbrüchen in Verbindung waren. Ja, einfach weil das körperlich nicht mehr gegangen ist, weil Sachen auftreten sind, die man vorher nicht gewusst hat. Ja. Wie bei mir manchmal gibt es Tage, wo die Spastik gut ist, wo ich fast Bäume ausreisse. Und manchmal ist es immer gross anders, aber dann stehst du auf und merkst, jetzt ist es nicht so gut, ich muss noch etwas langsamer machen, aber nach dem Fragen, warum, lohnt sich nicht, man muss es einfach hinnehmen, wie es ist. Man muss es hinnehmen, wie es ist. Und jetzt in der jetzigen Arbeitsstelle, es trifft immer die gleiche. Wenn ich umgehe, ist immer die gleiche mit mir im Büro. Und ich muss jedes Mal beruhigen, dass es nichts Schlimmes ist, dass es jetzt einfach einen Moment geht. Ja. Also ein bisschen eingespielt langsam. Ja, ein bisschen eingespielt. Aber ich denke, wenn ich jetzt nicht so behindertenspezifisch arbeiten würde, hätte ich noch mehr Mühe, um die Leute zu beruhigen und zu sagen, geben wir eine Minute, es geht gerade wieder. Aber wie würdest du jetzt so das Bild, du bist Mitte 80 geboren, wie würdest du jetzt das Bild Ende 80, Anfang 90 Behinderung erklären und jetzt? Siehst du einen Unterschied? Mhm. Siehst du eine Entwicklung? Ja, also, als ich Kind war, habe ich quasi allen erklären, dass ich keine geistige Behinderung habe. Ja. Und das hat sich heute zum Glück so ein bisschen geändert, auch wenn ich ohne Rollstuhl unterwegs bin, also auch wenn ich laufe. Es denken zwar schon noch viel, weil ich wirklich so ein bisschen speziell laufe, weil jetzt ist sie besoffen oder die muss ja auch kognitive Einschränkungen haben. Aber im Großen und Ganzen wird nicht mehr von der Gesellschaft direkt vorausgesetzt, man ist auch geistig behindert. Ja.
Ja, und wie siehst du auch so, aber wenn du jetzt in die Schule gehst, hat sich da etwas auch grundlegend verändert, wenn man jetzt zu deiner Schulzeit geht, wenn du so die Fragen hast, oder sind das die ähnlichen, oder? Mhm, also, wo ich angefangen habe damit, mit diesen Sensibilisierungen 2005, ja. Oh, ja. Ja, schon viele her, da haben, wo ich gefragt habe, wo meinen der, wo bin ich in der Schule? Also öffentliche Schule, Privatschule, Sonderschule, ja. Haben über die Hälfte der Klasse automatisch aufgesteckt bei Sonderschule. Heute ist über die Hälfte, die findet, ja, wieso soll ich nicht in einer öffentlichen Schule sein? Ja, ja, das ist so der Unterschied, den ich merke, wo langsam wirklich so eine Generationenwechsel, sage ich, jetzt stattgefunden hat. Und wie siehst es du, eben, wo jetzt schon länger dran ist, wie siehst du die politische Motivation, wird etwas gemacht, oder? Ja, ich habe einmal irgendwo so den Spruch aufgelesen, leider weiss ich nicht mehr wo. Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Das ist ja. Und ich glaube, das ist wie das, was ich vorher einmal in einem Gespräch erwähnt habe, wenn die Lehrperson dahinter steht, wenn die Schulleitung dahinter steht, ist sehr viel machbar. Ich bin mir sehr bewusst, dass nicht alles machbar ist und ich bin jetzt auch nicht die, die sagt, jedes behinderte Kind muss in die öffentliche Schule. Ich bin das nicht, dass ich das jetzt so verfechte, dass Sonderschulen oder so dahinter stehen, dass alle Sonderschulen geschlossen werden. Aber ich sehe bei ganz, ganz vielen Kindern, die jetzt in der Sonderschule sind, ganz viel Potenzial, ganz viele Entwicklungsmöglichkeiten, wenn es wenigstens teilweise in eine öffentliche, also in einer Regelklasse integriert werden. Du siehst du die Selbstvertretung von Behinderten? Bist du da auch ein bisschen aktiv? Oder sagst du, ich behalte mein Augenmerk auf Sensibilisierung in der Schulklasse? Was? Ja, das Problem ist, die Ausgangslage ist, ich habe halt auch zwei Kinder. Ja. Und auch wenn ich 5 Assistentinnen habe, die mich im Alltag unterstützen, aber ich habe 2 Kinder, ich gehe nebenan noch 30% arbeiten. Also habe ich übrigens auch, bevor ich Kinder hatte, 30% geschafft. Mehr geht einfach nicht, das wäre unrealistisch. Das habe ich mir ein bisschen eingestehen müssen. Aber es fehlt mir ehrlich gesagt ein bisschen Zeit. Was ich aber mache, ist, wenn ich an die Situation herkomme, dann beziehe ich ganz klar Stellung, auch wenn ich probiere, eine sachliche Stellung beziehen. Aber vielmal ist die politische Partizipation. Ja, danke. Ja, auf jeden Fall. Dann sollen die Leute sehen, ja, das ist scheiße. Sorry, dass der Bahnhof noch nicht umgebaut ist. Ich komme dort nicht raus. Ah, jetzt ist ein Zug unterbrochen. Ja, wie macht sie das mit dem Elektrorollstuhl? Aha, es gibt auch Eltern, die eine Behinderung haben und nicht behinderte Kinder, die sollten in ein Schulhaus reinkommen. Gibt es das? Ja, und wie kommt jetzt die Mutter ins Gespräch, oder? Wobei, nein, ich muss sagen, da muss ich der Stadt Luzern das Grenzen binden. Ich habe bevor wir, also wir haben vorher schon in der Stadt gewohnt, haben aber wirklich fix vorgehabt zum Zügeln. Und bevor wir der Wohnung zugesagt haben, habe ich, Entschuldigung. In der Schule angeläutet, die Stadtschule, ja, in das Büro, ich weiss es gar nicht, wie es heißt. Ja, das ist wirklich so. Ja, genau, einfach am obersten, ja, genau, ja. Einfach am obersten Verantwortlichen der Stadtschule. Und der hat gesagt, ja, bei dem Schulhaus sehe ich ein Problem, aber er würde vorschlagen, dass meine Kinder in das Schulhaus gehen, was eigentlich geografisch nicht wirklich weiter weg ist. Ja. Und ist sehr entgegenkommen und jetzt nicht irgendwie, ja, was stellen Sie sich vor, die Häuser in dem Gebiet sind von 1800 irgendetwas, oder? Nein, sind sie wirklich sehr entgegenkommen. Gibt das Thema Mutter und auch so gesellschaftlich von Mutter sein, das hätte ich kurz ansprechen. Wann hat bei dir den Entscheid gereift, dass du Mutter werden willst? Und was hat es da gebraucht? Sind da Ängste rum gewesen? Weniger von meiner Seite als von meinem Umfeld. Ah, okay. Ja. Spannend, was sind denn so für Fragen gekommen? Ja, wie willst du das machen mit Kindern? Oder? Du kannst das ja nicht. Und das ist nicht böse gemeint. Nein! Sie haben es richtig abgeschätzt. Ah ja, aber sie kann es ja nicht, oder?
Oder was ist, wenn es dir nicht gut geht? Also nicht ja. während der Schwangerschaft, sondern nachher. Okay. Und ich kann dann einfach anfangen, das als Assistenzmodell erklären. Und mit dem arbeite ich auch ganz intensiv, weil sonst geht es wirklich nicht. Und ich bin mir vor der Schwangerschaft sehr bewusst gewesen, dass ich in der Schwangerschaft halt wirklich muss zum Arzt kommen, wenn ich merke, es stimmt etwas nicht. Von dem her sind Schwangerschaften für mich noch so ein Stück weit Lebensschule gewesen. Oh. Aber wir haben einfach gesagt, ja, entweder probieren wir es, dann wissen wir entweder, dass es geht oder eben nicht geht. Und dann haben wir in 20 Jahren nicht irgendwie das Gefühl, wir haben etwas verpasst. Ja. Und eben, nachher sind es, glaube ich, zwei Buben, oder? Ja, zwei Buben. Wo dann der erste so da war, was sind denn so Erkenntnisse von dir? Also, ich habe früher immer so gedacht, ja, irgendwie geht denn das schon. Hm. Also, ja, ich bin ohne gross Plan, was jetzt mir angeht. Oh, was passiert, wenn jetzt dort das Auto parkiert? Oder was passiert dort, wenn eben der Zug Unterbruch hat? Ich habe es einfach gemacht. Also ja. So, wie ich es von früher gekannt habe. Ja, einfach machen wir. Ja, irgendwie geht es dann schon. Endlos Fragen und ja. Philosophisch. Ja, ja. Aber seit ich Kind habe, bin ich den Alltag für mich schon auch sehr am Planen. Also auch, eben, was mache ich, wenn ich jetzt irgendwie der Lift stecken bleibt, oder? Habe ich da Optionen? Ja. Früher haben wir gedacht, dann warte ich halt 3/4 Stunde und jetzt denke ich, nein, Mist, ich muss in einer halben Stunde für das Kind da sein, weil erst in 3/4 Stunde die Assistentin kommt, oder? Ja. Zum Beispiel, oder wenn ich jetzt irgendwo hergehe mit dem Kind, tue ich wirklich vorher abklären, wie sieht das aus mit dem Rollstuhl? Weil früher habe ich sagen, zur Not stehe ich auf, aber ich habe keine Möglichkeit mehr mit einem Kind, wenn ich stehe, oder? Die sind noch nicht so gross. Nein. Er ist schon so vernünftig, der Größere ist so vernünftig, dass er auch mal allein zum Beispiel in eine Bäckerei rein kann und sich ein Brötchen holen, das geht. Aber der Kleine, wenn ich den nicht auf meinen Beinen habe, wenn ich währenddessen ich im Rollstuhl sitze, ich kann ihn nicht handeln. Nicht, weil er so ein wilder Bub wäre, aber einfach, weil ich die körperlichen Voraussetzungen nicht mehr habe. Und eben, nachher war es einmal am ersten Tag, wie denn so Gesellschaft und das Umfeld reagiert. Ja, ich muss sagen, ich war ziemlich medienpräsent dort einen Moment lang. Und von dem her bin ich ziemlich bekannt gewesen, vor allem auch in meinem Umfeld. Ich habe wirklich nur positive Reaktionen bekommen. Und so ehrlich, cool, ja. Ja, ehrlich gesagt bin ich froh gewesen, dort mal, dass eigentlich Paraplegie darüber berichtet hat. Schön. Weil dann musste ich nicht müssen alles erklären, oder? Das war so ein ja, guter Nebeneffekt gewesen. Du bist ja mal wegen der Kinderrente und so auch im Fernsehen gekommen. Ja. Und dann habe ich gesehen, dass die Assistentin mit auf den Spielplatz kommt. Ja. So. Und dann habe ich mir überlegt, wie reagiert die Gesellschaft darauf, wenn man jetzt weiss, also wenn sie erfahren, dass eigentlich du Mutter bist. Ja, dann gibt es da viele auch, die meinen, die Assistentin sind Mutter und du bist ja. Die Kollegin. Oder ja. So. Ja. Also das ist ein riesiger Konflikt, den ich hatte, okay. Mit mir selber, wo die Entscheidung war, also für mich war klar, nach der Mutterschaftspause gehe ich wieder arbeiten. Und zuerst habe ich gedacht, wow, super, Tagesmutter, das ist es. Und nachher habe ich mir eingestehen, nein, es ist nicht das Richtige, weil ich wäre eifersüchtig auf die Tagesmutter. Ah, nicht, weil ich zweifle, dass sie das nicht gut macht. Nein, sondern du nicht... in der Mutterschaft wahrscheinlich, oder? Ja, genau, weil eben, die kann mit dem Kind einfach so mal im Bad, die kann mit dem Kind spontan auf den Spielplatz oder spontan in der Zoo, das kann ich alles nicht. Und dann haben wir uns für Kita entschieden. Dort ist zwar Kind, kriegt das Kind auch Möglichkeiten, die es mit ihm ja, nicht hat. Aber nicht so im 1:1. Ja, genau, oder? Dort hat, also, wo er klein war, waren 3 Erzeugerinnen für 8 Kinder dort. Oder? Dort ist der Fokus nicht immer nur auf einen Kleiner. Sondern auf den Schlüssel. Ja, oder? Genau. Und es war ein Teamschaffen. Es war nicht eine Erzeugerin, die nur mein ja. Kind quasi betreut hat. Ich sehe den Punkt. Ja. Ja.
Ich will gar nicht groß darauf hineingehen. Was sind so positive Effekte von der Assistenz? Und was wünschst du dir vielleicht noch politisch, wo man an diesem Modell könnte ein bisschen schrauben? Einfach so positives und also Potenzial. Positiv ist, glaube ich, für mich schon, dass die Gesellschaft die Assistenz grundsätzlich akzeptiert. Und dass es wirklich auch für Menschen mit einer Behinderung möglich ist, sage ich mal, endlich aus dem Heimalltag auszubrechen. Mhm. Und politisch würde ich mir halt schon noch ein bisschen wünschen, dass manche Sachen nicht immer einfach nur aufgrund von der Finanzen oder rund um Finanzen diskutiert werden, sondern, wie soll ich sagen, das Gesamtheitliche angeschaut wird. Nicht nur, was kostet, also Kosten-Nutzen-Faktor, sondern was bringt es der Gesellschaft, was bringt es der einzelnen Leuten. Nein, Ursulina, wir waren eigentlich schon fast am Schluss. Und am Schluss gibt es immer noch so zwei Fragen. Warum hast du für das Interview zugesagt? Ja, ich habe zugesagt, weil ich deine Arbeit sehr interessant finde. Und ja, das hat mich ein Wunder genommen, ja. Und wie hast du es jetzt so gefunden? Sehr spannend, auch der Austausch. Eben wir zwei, die eine Geburtsbehinderung haben, haben halt schon einen gewissen Erfahrungswert, merke ich, wo halt jemand, der keine Geburtsbehinderung hat, nicht mitbringt. Ja, und ich finde, das ist eine Ressource. Das ist so, und vor allem jetzt durch dich und mich haben, glaube ich, jetzt auch der Zuschauer so ein Gesamtbild an Möglichkeiten und verschiedenen Wegen. Irgendwie gesehen, oder? Du ja. Regelschule, ich Sonderschule. Ja. Das ist dafür, das ist der wieder. Morgen, und ich habe es auch mega spannend gefunden. Und wie jetzt jeder Gast, hast du noch irgendwie ein Schlusssegment, wo du irgendetwas machen kannst? Es ist so gesungen worden. Mhm. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die einfach noch etwas sagen wollen, wo ich nichts mehr sagen kann. Ich danke dir recht herzlich. Und ich freue mich auf weitere Austausch mit dir und jetzt feierfrei. Ich würde sagen, es braucht so ein bisschen eine gegenseitige Rücksichtnahme. Also die Bevölkerung muss sich, die Gesellschaft muss sich bewusst werden, dass es Behinderung gibt, dass es Behinderung auch immer geben wird in einer gewissen Form. Und halt auch, je nachdem, was man für eine Behinderung hat, auch ein bisschen Geduld mit der Gesellschaft haben, zu merken, es ist zu unsichtbar. Man muss der Bevölkerung, der Gesellschaft ein bisschen Zeit geben, bis sie realisieren, dass das auch eine Behinderung ist. Danke vielmals.